Hallo, mein Name ist Oscar Alonso, ich komme aus Spanien. Ich bin 33 Jahre alt und ich bin hier seit 2009. Als ich 5 Jahre alt war, ich bin mit Ballett angefangen, in einer Schule, eine kleine Schule von meiner Stadt. Mit 18 Jahre alt, ich bin nach Madrid gegangen und ich bin in die Schule von Madrid angefangen. So, der Konservatorium war 5 Jahre, das habe ich in Madrid studiert. Dann 2009, ich bin hier gekommen und seit dann, ich bin hier. Gott hat mir mit vielen Rollen so für mich gegeben. Jeder hat seine eigene Figur oder seine eigene Seele. Carabos war für mich ein tolles und großes Roll. Und vielleicht das ist mein das Roll, das ich das gefällt mir am besten. Ich konnte als, auch als Schauspieler, aber nicht so groß wie der Vater in Sommernachtraum. Das war wirklich ein Schauspielerroll und auch ein neuer Schritt nach vorne in meiner Karriere. Ich war 5 Jahre alt und das war die erste Mal, dass ich auf der Bühne war und war mit Peter und der Wolf. Ich fühle mich ausgetrocknet. Wie ein toter Mann, wie ein abgestorbener Baum. Alle sind weg, nicht wahr? Sie haben mich alle allein gelassen mit meinem Jungen. Oder ist es ein Mädchen? Ich muss ihn beschützen. Ihr seid draußen. Ihr seid draußen. Alle gegen mich. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein. Er braucht mich. 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 Es ist total in Verbindung mit dieser Pandemie. So, die Leute, die haben Angst vor dem Virus, die machen eine große, große Ball von alles. Also alles wie die Toten. Und das ist der Großvater. Es ist ein Charakter, die braucht auch viel Schauspielerfahrungen. Ich habe nur einen Weg und ich will, dass Peter, mein Enkelkind, ich habe Angst, dass er, also ich denke, der Großvater ist eine Person mit Angst. Es ist sehr protektiv, aber in seine eigene Richtung.